Willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Ja, ich würde sagen jetzt mal, also ich bin neuer Firobo, weil ich in meinem Gaming-Setup bin, aber wir sind ja hier auf Fios World und ja. Ja. Diesem Kanal kam ja wieder längere Zeit nichts, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber ich komme momentan irgendwie nicht zum Schneiden und ja, jetzt hat mich noch wieder Corona zum dritten oder vierten Mal gefangen genommen. Ich hatte es erst vor 2 Monaten gehabt und jetzt schon wieder und jetzt hat es richtig zugeschlagen. Ich lag die letzten 3 Tage gefühlt tot im Bett. Ich habe ja, von 36 Stunden habe ich 30 Stunden geschlafen, so ungefähr, um euch mal vor Vorstellung zu geben. Ich war out of order einfach. Ja, und ja, mir geht es immer noch nicht besser, wirklich. Aber ich bin mal wach, hey. Und ich dachte mir einfach mal, gerade geht's mit dem Hals und so auch. Und ich wollte wieder irgendwas machen. Aber ich habe halt keine Konzentration momentan, weil ich tierische Kopfschmerzen habe. Na gut, da kommt so ein super Video natürlich super. Naja, weil ich einfach so tierische Kopfschmerzen habe, habe ich keine Konzentration zu schneiden. Deswegen mache ich jetzt eine Art Reaction, die ich nicht schneiden werde. Also sie ist uncut sozusagen. Aber ja. Ich werde ein paar Dinge erklären. Natürlich fragt euch jetzt, worauf reagiere ich denn? Und zwar geht es hier drum. Dieses Mal, wie ihr schon seht, Frankreich. Fios World. Ja, es geht um meinen Frankreich-Vlog, den ich damals geschnitten habe, wo ich auch lange drin geschnitten habe. Und ich werde einfach mal ein paar Dinge zum Besten geben, weil ich immer wieder gefragt wurde von unterschiedlichen Leuten. Ey, wie hast du wo gefilmt und wie hast du da was und was gemacht? Ja, zuallererst als Kameras habe ich benutzt die Sony A7 III oder M3 halt, ne? Dann habe ich benutzt die RX100 Mark 7, meine ich. Hatte ich auch dabei gehabt. Dann den DJI Pocket 2. Ich habe ja jetzt zwischen dem Pocket 3 und den hätte ich damals lieber gehabt, aber den gab es damals halt noch nicht. Und die DJI Mini 2 müsste das damals gewesen sein, die ich dabei hatte. Weil Frankreich ist sehr streng mit Drohnengesetzen und du darfst wirklich eigentlich nur fliegen als Tourist, was unter 250 Gramm hat. Und das war halt nur die DJI Mini-Reihe. Und ich hatte mir dann noch eben schnell die Mini 2 zu einem teuren Preis damals bestellt gehabt. Nee. Die dann zu gut ankam, einfach aus dem Grund, dass ich eine 4K-Drohne hatte, weil ich hatte die Mini 1 gehabt. Die kann allerdings nur 2,7K. Und ich wollte aber unbedingt 4K haben, wegen den anderen Kameras. Deswegen hatte ich das damals so gemacht gehabt. Und dann sehen wir natürlich diesen Shot jetzt hier. Der Eröffnungsshot. Der ist, glaube ich, am ersten Morgen in Frankreich entstanden, glaube ich. Oder am zweiten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Und da waren halt eben Paraglider. An dieser wunderkrassen, wunderschönen Klippe. Ja. Hat echt schon so ein bisschen noch England-Vibes, muss ich sagen, ne? Ja, und ja, Color Grading habe ich halt feste Color Grading-Sätze. LUTs nennt sich das ja auf Englisch. Die füge ich einfach nur ein und mache dann gegebenenfalls minimal noch was dran, wenn mir da etwas nicht passt. Deswegen haben wir teilweise hier Kameras unterschiedliche Farbdarstellungen leider. Da ja, bin ich noch dran, mich ranzufuchsen, die dann wirklich jede Kamera gleich zu haben. Das stand mir einfach für jede Kameramodell im Grunde in so ein LUTs oder halt eben so eine Farbprofil erstelle, dass ich dann halt eben einfach nur draufziehen muss und dann habe ich einfach, dass alles wirklich gleich aussieht. Egal, ob es jetzt mit einer GoPro gefilmt ist oder mit einer, wie heißt sie jetzt, mit einer DJI-Drohne oder mit einer Sony-Kamera, dass einfach alles gleich aussieht. Aber gut, gehen wir rein. Hier zu dem Wasser oder beziehungsweise zu dem Sand, das sah wirklich so aus. Ich hatte Probleme gehabt mit dem. Ich habe echt noch an dem LUT rumgespielt, weil den ersten, so die erste Farbe, das Farbprofil reingezogen hatte, es war einfach knallrot, der Sand. Weil der Sand so extrem rot war, das wurde richtig gepusht. Das war einfach, als wäre das Blut. Und dann habe ich dann wirklich, dann habe ich rot und alles runtergedreht gehabt. Noch.
damit das aussieht, wie es jetzt aussieht, aber so kommt es ungefähr oder fast dran. Es ist wirklich ein minimaler Unterschied. Also schon so krass, das aus. Ach nee, ja, genau, ja, zwischen Stegsee, ja, das war sogar an unserem zweiten oder dritten Tag, stimmt. Naja, war schon zweiter Tag. Der war cool gewesen. Ja, Möwensound habe ich noch eingefügt und hat natürlich keinen Willkommen zu Sound. Tag 1. Wir machen heute einen Ja, Trip nach dann an dem Morgen, wo Frankreich ich nach Hause und war. bleiben da ungefähr. Blöde Story. Ich hatte mir ein Teleobjektiv bestellt gehabt. Das sollte eigentlich freitags kommen. Allerdings war ich freitags arbeiten, wo es kam, weil es sehr früh kam, komischerweise. Normalerweise kommen hier die Pakete so 16, 17 Uhr, mal auch mal 15 Uhr. An dem Tag kam es natürlich um 9:30 Uhr oder so. Oder um 10 Uhr, genau. Ja, ich meine, kann ja nicht wahr sein. Ja, und dann wollte ich natürlich am nächsten Tag mein Paket holen, da ich aber wieder Frühschicht hatte und ja, ich natürlich arbeiten musste, kam ich da natürlich erst nach Feierabend nach Hause, ne? Und da hatte die Post schon zugehabt. Heißt also, wir sind dann wirklich, ich habe mich dann von meinem Kollegen abholen lassen, von Jan, Grüße, ne? Sind wir erstmal zur Post gefahren, dass ich mein Teleobjektiv abholen kann, weil das wäre A sonst weg zurückgeschickt worden und B, ich wollte unbedingt das dabei haben. Weil ich so gehypt auf das Objektiv war. Und ich meine, es hat sich echt gelohnt. Dieses Teleobjektiv ist mein Lieblingsfavoritenobjektiv, muss ich einfach sagen. Auf meiner A74 habe ich es einfach nur drauf. Ich weiß gar nicht, ich hatte zweimal vielleicht anderes Objektiv drauf, sonst ist wirklich permanent nur dieses Objektiv drauf. Ich habe es sogar hier. Moment. Da ist es. Ah, so, das ist meine A74. Und das Schöne ist, weil das ist eigentlich doof, weil, Lüt, ist das nicht so im Gehäuse versenkt ist, aber gut, dann, wenn das was ins Gehäuse versenkt ist, wäre das Objektiv insgesamt länger. Deswegen ist eine praktische für den Rucksack Lösung, sage ich mal, von einem guten Teleobjektiv. Deswegen ganz nice. Aber gucken Ungefähr weiter. für 5 Tage. Uff, let's go. Ja, das war unser anderer Pater, der Angelo. Er ist mit seinem Bike die Tour gefahren, weil er da schon mal als Stresstest für sich machen wollte, weil er eine Tour vorhatte, wo er auch zelten musste und so und das mit dem Bike machen wollte. Und er hatte Spaß auf seinem Bike. Wir haben auch viele lustige Bilder gemacht. Ja, und wie fängt jeder gute Typ an? Mit Klamotten. Da, Klamotten, Handtücher. Ja, das Krasse ist einfach, ich hatte einfach zu wenig dabei. Ich hatte einfach zu wenig Klamotten dabei. Tücher, Ich Decke, weiß jetzt Jacke, alles gerade dabei. nicht, ob das mit der Pocket aufgenommen ist oder mit der RX100, das Da weiß ich gerade drin nicht. ein Campingstuhl, Ich tippe mein aber auf die Kamerazeug. Pocket, Ich habe sogar die dicke weil Kamera das eher dabei. Juhu, rauschig weil heute ist. hole ich doch mein Teleobjektiv ab, das ist mit der Ich kann Post auch mal gekommen. 4K stellen, by the way. Noch mal ein Ein besseres Kaffee-Lego Bild. für zwischendurch auf der Reise. Und auch ein normaler Rucksack, falls ich irgendwie mal klein unterwegs sein will. Fun Fact zu diesem Stativ. Ich habe dieses Stativ kostet, ich glaube, 660 Euro. Schweineteuer. Es ist aus Carbon, ja. Es gibt es auch nochmal in Aluminium. Und in Aluminium zahlst du wirklich für jedes Gramm, dass es weniger wiegt, 1 Euro. Also das Aluminium-Ding hat 280 Euro weniger, glaube ich, gekostet oder so. Es war teuer. Es war schweineteuer. Und das krasseste, behindertste war, ich habe mir dieses Stativ, ich glaube insgesamt 3 oder 4 Mal zuschicken müssen lassen von Amazon, weil die ersten Male einfach da zwar Carbon drauf stand auf dem Etikett, aber die Verpackung und was drin war, war Aluminium. Und das habe ich dann immer reklamiert. Dann habe ich irgendwann mal gewartet eine Woche und dann habe ich es wieder angeschrieben und dann kam es dann zum Glück in der richtigen. Das war so ein Heckmeck. Will oder sonst irgendwie. Ach ja, und das hier ist mein V-Rucksack, den ich immer noch hier habe. Ich habe jetzt auch noch eine kleine Variante von dem dabei. Das ist der Nomatic bzw. Go-Matic in Europa.
Das ist GoMatic sein. Ich habe es mir damals noch, ich konnte es noch importieren aus Amerika. Deswegen ist meiner noch Nomatic. Und Peter McKinnon. Auch schweineteuer der Rucksack. Ich glaube, der Rucksack so in der Form kostet über 500 Euro. Ich glaube, 580 Euro oder so. Schweineteuer. Aber wie gesagt, er hat bis jetzt alles mitgemacht, muss ich dazu sagen. Sieht nur einigermaßen gut sogar aus. Und ich fand den von das Design einfach cool. Und ich mochte halt zu dem Zeitpunkt Peter McKinnon echt mega gerne. Ich gucke ihn heute zwar nicht mehr so gerne, weil er irgendwie seinen Art umgestellt hat und so weiter. Aber er macht immer hin und wieder auch immer noch gute Videos, muss ich sagen, die mir gefallen. Ach ja. Ich habe auch noch hier vom Angelo, habe ich auch noch jede Menge Fotos von seiner Maschine gemacht. Hat ihm gefallen, auch, finde ich. Ja, da sind wir dann losgefahren von so einem Treffpunkt. Das war am Rhein. Hier ist auch die Wacht am Rhein. Da war es, glaube ich, auch schon 12 Uhr oder so. So, erster Stopp. Das hat man leider nicht mehr so gut gesehen. Das war Autobahn und hier steht halt Köln. Da ich mir so einfach so, hey, lass ihn natürlich einfangen. Ne, ich ein bisschen anders machen müssen. So, erster Stopp. Und das ist mit der Pocket 2 auf jeden Fall, weil ich weiß, weil ich nicht im Fokus bin. Alles andere ist im Fokus, nur ich nicht. Das ist mein größter Kritikpunkt an dieser blöden Pocket 2. Du musst einfach so machen, damit das Ding filmen, damit du als jetzt hier im Bild bist, im scharfen Bild. Und bei der Pocket 3 ist es einfach ohne Probleme. Wenn ich einfach nur gucke, warte, ich kann ja mal zeigen. Weil ich es ja so geil fand. Da. gemacht, hab schon ein Paket. Das war jetzt nicht die erste Aufnahme. Guck mal hier. Ich bin nicht weit weg von der Kamera. Ich bin scharf. Der Hintergrund ist super unscharf. Also nicht super unscharf, sondern angenehm unscharf, dass man das super als Bildmaterial nutzen kann, weil wir haben in Deutschland immer noch dieses, ich will nicht in deinem Video zu sehen sein, wenn jetzt einer langläuft, man kann ihn nicht erkennen. So unscharf ist das, meine ich. Ne? Da liege ich noch im Bett, das war später aufgenommen gehabt, an dem Tag, glaube ich, am Abend von dem hier. Deswegen, weil ich war jetzt an dem Punkt, war ich einfach so krass. Weil es jetzt auch wirklich, wie man an meinen Haaren erkennen kann, es ist nicht elektronisch KI gemacht, sondern wirklich. Sagt er, oder? Ja, wurde das doch gerade, das ist nicht KI gemacht. Das ist einfach, wie weit die hinten sind, glaube ich. Weil dafür, da würde auch mein Bart anders aussehen, wenn es KI gemacht wäre. Ja. weggebracht. Das im Paket kann Ja, ich das ist direkt einfach nur sagen. meine Ja. Haare. Und ich werde auch. Nix KI. Deswegen, das ist wirklich natürliche Unschärfe von der Kamera selber. Wie gesagt, es gibt ja Unschärfe auch beim iPhone zum Beispiel, aber das ist dann halt eben einfach errechnet Tonschärfe, also KI gemacht. Kann auch gut aussehen. Kann man auch verschiedene einstellen so. Aber ja. Nichts geht darüber. Und wie gesagt, hier Ja, zwei. gleich Tour. Affenblog, Thema echt kacke Raststätte. eigentlich. Eben kurz kippen und sogar Aber ich fand die eine Pocket 2 für Pocket 2 Aufnahmen eigentlich doch auch cool, weil sie hatte schon damals relativ gute Qualität für das wenige Geld. vielleicht. Und jetzt die Leute, die natürlich fragen, ja, warum nimmst du denn die Pocket 2 oder halt eben die 3, anstatt jetzt zum Beispiel ein iPhone oder GoPro oder so? Einfach weil GoPro, iPhone und so weiter, gut, iPhone hat noch einen stabilisierten Sensor, der ist aber nur zu einer gewissen Bewegung stabilisiert so. Es wird hauptsächlich alles über die Elektronik gemacht, also elektronisch stabilisiert. Das heißt im Grunde, das Bild wird reingekroppt und dann wird dieses Shaken halt ausgeglichen, dass du halt eben nicht irgendwo plötzlich einen abgeschnittenen Rand hast oder so, was passieren könnte. Und eben bei dem Pocket hast du eben keine elektronische Stabilisierung, sondern eine Stabilisierung, kann man sagen. Also das ist halt ein Gimbal, ne? Und ein Gimbal kannst du dann, merkst du halt vor allem, wenn es halt eben dunkel wird. Da verkackt dann die elektronische Stabilisierung, wenn der Gimbal dann eben, weil er halt eben physisch ist, das ausgleichen kann immer noch. Hast dann zwar immer vielleicht noch ein Kackbild, weil der Sensor so klein ist und so weiter, das ist eine andere Sache. Aber trotzdem hast du im Endeffekt ein stabilisiertes Bild dann. Aber wie hast du hier solche Aufnahmen mit dem Pocket 2? Dann liebe ich zu machen. Da hat man es sogar noch kurz gesehen im Frame. Ich wollte eigentlich komplett durchlaufen lassen, aber dann kam halt eben LKW. Warte.
Ah, da hat man es kurz gesehen, ne? Er kam Elkermann und der hat genau davor geparkt. Ich muss so, ja, super toll. Und da sind wir dann wieder losgefahren. Waren wir mit D'Angelo. Weiß gar nicht, waren wir da schon in Frankreich? Ich glaube, ja. 20 vor 9. Es war 20 vor 7. Ich hab's vergessen, dann auch eins zu editieren. Ich hab mal im Schnitt, hab ich's noch gedacht, musst du noch reinschreiben. Gerendert, das Scheißding, und dann einfach so beim Hochladen dann geguckt und dann so, ach ja, fuck, das ist vergessen. Du hast die extra sogar noch aufgeschrieben. Ja, damals war ich schon noch jung, war schon noch deutlich schlanker, muss. 25. Ja, zwar dick, aber deutlich schlanker. Das ist jetzt der letzte Tankstopp vor unserem Ziel. Zum ersten Ziel in dem Trip. Boah. Alter, und Frankreich Mord. Aber ich mag meinen Bartwuchs ein bisschen besser inzwischen. Muss ich sagen, der wächst deutlich besser. Ich war jetzt schon drei Mautstationen. Haben ich habe nicht mal so die Probleme nach dem Rasieren. Nur für Maut, das und so. Krass. Deswegen war ich auch übrigens so nur maximal zwei Tage Bart oder so. Einfach weil halt eben wir Geschichte hatten und ich noch am Arbeiten war und ich muss auf der Arbeit konzentriert sein. Dann war einfach random plötzlich einfach einer den Graben gefahren. Wie er das geschafft hat, keine Ahnung. Ob er dann mit dem anderen Rad reingerutscht ist oder so. Auf jeden Fall lustig. Deswegen habe ich es dann drin gehabt. Und dann spule ich wieder weiter vor. Will einfach mal die Straßen zeigen, so ein bisschen in Frankreich. Waren echt, wir sind sehr viel Land gefahren und deswegen dann da hast du so viele von diesen Straßen gehabt. Und da hast du echt wirklich kaum wenig Ausweichmöglichkeiten so auch gehabt. Und da hätte ich ein bisschen kürzer machen können, da wollte ich viel Strecke in kurzer Zeit drin haben, das war doof. Ja, und das war dann unser erstes Abendessen. Einfach sozusagen Alufolie mit Gemüse und so. Ein paar hier Kartoffeln und so mit Öl und Gewürzen und zack, einfach in den Grill geworfen. War geil. Und natürlich ein Bierchen dazu. Da hat der Jan wieder gezaubert. Ja, ich hab ein bisschen geschnibbelt, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, der Jan war auch gut ausgestattet. Wir haben es geschafft. Ja, und das werdet ihr gleich noch sehen. Ja, und dann, ja, das war der erste Abend. Dann sind wir noch am Essen noch ans Meer gegangen. War sehr windig und auch ein bisschen steil, glaube ich. Da unten saßen die beiden, glaube ich. Vor uns. Ich wollte mich nicht hinsetzen, weil ich das Schuhwerk ja. anhatte, musste ich gestehen. Ich hatte Angst, dass ich einfach nur die Insel, die wie so runterrutscht, nicht hochkomme. Also im Sonnenuntergang. Kann ich nicht so gut einfangen. Ja, die Drohne ist da. War ich auch ein bisschen fertig schon. Ach, war anstrengend gewesen. Aber einfach die auch. Schön. Auch wenn man die ganze Zeit nur im Auto sitzt, es wird irgendwann anstrengend. Das fuckt so ab. Abfacken nicht, aber es ist einfach nervig. Ja, da seht ihr dieses Schlackern. Das ist einfach, weil ich mit Final Cut stabilisiert habe. Dann macht das aus irgendeinem Grund so. Es sieht kacke aus, finde ich. Ich müsste, das war dann zum Zeitpunkt, wo ich noch keinen anderen Stabilisierer drin hatte, glaube ich, oder einfach nicht benutzt habe. Weil ich es einfach schnell eben gemacht haben wollte noch. Ja, manchmal bin ich doof beim Schnitt. Ja, wie gesagt, deswegen sieht's so aus. Ja, den Shot fand ich ganz interessant wegen dem Gras halt eben mit dem immer den Anzeigen. Aber auch weil das Meer halt eben so krass aussah. Ich dachte hier, das sieht teilweise einfach wirklich so aus, als würde das Meer einfach stehen. Das fand ich krass. Und dann lass es halt langsam ausfaden, dass man ein bisschen was für Lied auch noch hat und so. Ja, guten Morgen. Und das war der erste Morgen. Erst. Ja, und da ist mir dann schon der erste Fehler von mir aufgefallen. Ich habe nicht genug Sachen für die Nacht dabei. Ja, wir sind danach noch zu so einem Decathlon gefahren. Ich habe mir da einen Schlafsack geholt. Ich habe mir ein Kissen noch geholt. Ein Halstuch, so ein, auf jeden Fall zum Halsschützen, so ein Tuch. Das habe ich heute noch. Und ich nutze es heute immer noch sehr aktiv, weil das war mit Abstand der beste Kauf, den ich je gemacht habe. Das Ding hat 10 Euro, 15 Euro, glaube ich, gekostet. Und ich nutze das einfach immer beim Fahrradfahren, morgen zur Arbeit. Immer morgens, abends und so. Das hält den warm, Hals schön warm. Das ist echt geil. Muss ich sagen. Kann auch mal nass werden, das ist kein Problem mit dem Ding.
Nur wirklich im tiefsten Winter, wenn du da wirklich so minus 10 Grad hast und so, dann wird es damit auch schon ein bisschen kalt. Dann wünschte ich, habe ich noch mehr ein anderes, dickeres noch geholt gehabt jetzt, aber sonst ist das immer und das ist super. Die Nacht ist rum. Gestern Abend sind wir nach insgesamt. Das Video geht einfach schon 20 Minuten bei der Anzeige und wir haben erst 4 Minuten vom Neun Video geguckt. Stunden ungefähr. Ja, ungefähr 9 Stunden angekommen. Aber man sieht wieder, ich habe es im Pocket 2 aufgenommen. Uff, war anstrengend, aber gut. Ja, hat nachher einen Sieht wunderschönen ein Sonnenuntergang bisschen blass nachher. aus. Ich habe Ja, schlecht leider nur halt geschlafen noch gehabt an dem mitbekommen, Tag. weil wir halt eben noch gegessen haben und so. Ich bin auch jetzt gerade eigentlich super Aber blass, okay. aber ich Ansonsten. habe einfach so viele unterschiedliche Lichter an, wie ihr gerade seht, dass mir einfach meine Fresse einfach blau wird. Weil ich bin wirklich, ich sehe eigentlich aus wie der Tod. Kurze Nacht Aber ich habe gerade gewesen. Spaß daran, über das hier zu Und reden, ja, deswegen lächle ich ich. mache uns jetzt schon wieder auf den Das Weg. tut mir gerade Jetzt ein geht's bisschen nach gut. Ohama Beach und nach Utah Beach und nach. Ich finde hier an der Stelle meine Lippen irgendwie sehr rötlich. Beziehungsweise sehr, auch ein bisschen angeschwollen, kann man sagen, fast. Also ich kenne meine Lippen eigentlich so nur wirklich dann, wenn ich wirklich, wirklich viel scharf gegessen habe. Ein paar Besorgungen Das habe ich machen. halt zu dem Ja, Zeitpunkt gar nicht mehr. ansonsten schauen wir, was der Tag noch Da so hatte ich echt so bringt. meine Pausen von scharf essen. Und dann fand ich auch so hier Tag, oh, zwei Mal am Beach, wie ich das eingefällt. So ein bisschen Vorstory, dann den Screen von dem Tag und so weiter. Sollte auch ein bisschen erinnern an meinen Urlaubsvlog von damals. Ich fand's cool. Ja, so sah halt unser Schlaf aus. Hier hat Jan gepennt, ich habe hier gepennt. Hier bald schön dicht gemacht. Und dann irgendwann halt, kann man einfach umklappen, da hat man hier noch eine zweite Bank, wenn man will oder so. Hat ja auch noch hier einen Kühlschrank und so gehabt, war mega cool. Der Günni hieß sein Wagen. Aber jetzt haben wir die, da habe ich dann, wie gesagt, dann habe ich an dem Tag, habe ich dann, dem Morgen habe ich die dann aufgenommen. Deswegen, ich glaube, wir waren abends erst, waren wir auch unten an dem Steg. Lustigerweise war, sind ja so überall Häuser. Bei uns auf der anderen Seite sah es genauso aus und da war auch jemand mit einer Drohne am Fliegen, der ist einfach voll komisch geflogen. Ich und Angelo, wir hatten beide eine Drohne dabei, sind schön am Fliegen gewesen. Ja, und der einfach voll komisch und dachte mir, ich der kracht uns noch in die Drohne rein. War fand ich schön, so was. Und die Brücke war auch mal cool. Das war dann Le Havre, meine ich. Und das Krasse war, auf dem Rückweg war das, glaube ich, gewesen. Ihr seht es ja hier gesperrt. Ich meine, hier waren die irgendwelche Reinigungen oder was da machen haben. Und auf dem Rückweg war es, glaube ich, dann nicht mehr gesperrt. Oder auch noch gesperrt, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall auf dem Streifen sind einfach Radfahrer gefahren. Da haben einfach sich diese Brücke hochgequält. Ich weiß gar nicht, ob Radfahrer dafür zahlen müssten. Und dann waren wir einfach in so einem kleinen Saint-Tropez. Einfach so ein Hafen voller Boote. Was das für ein Transporter hier hinten ist, keine Ahnung. Den wollte ich eigentlich nicht gefilmt haben. Ja, unser eigentliches Ziel war ja. Entschuldigung. Jetzt kommt langsam so die Müdigkeit wieder, die ich jetzt die letzten Tage hatte. Kann auch so entschuldigt einfach schlafen. Unser Ziel war halt einfach, wir wollten die Geschichte so ein bisschen erleben vom D-Day und so. Deswegen, ne? Deswegen sind wir halt eben einmal die komplette Normandie abgefahren, sozusagen. Deswegen waren wir auch am Meer. Dann haben wir auch alle möglichen Schauplätze gesehen. Ja, so ein riesiger Komplex. Ich wollte einfach das auch nur filmen, damit wir die Größe einfach sehen. Das ist auch nur da hier, weil prunkvoll, ne? Ich hab mir gar nicht durchgelesen, was hier auf der Wand stand. Muss ich auch sagen. Das war hier oben ein Schriftzug. Ich wollte einfach nur dieses monumöse, wenn man es einfach machen kann, ne? Einfach als Denkmal. Ich weiß nicht, ob ihr Soldat James Ryan gesehen habt. Aber das ist auch schon ein krasser Film. Und was dann auch ging, der Normandie. Das muss man einfach mal sagen. Klar, James Ryan entspricht nicht alles der Wahrheit. Aber der Angriff auf dem Strand, das kommt schon sehr gut hin. Ja, und hier mit den Aufnahmen wollte ich zum einen natürlich die Flaggen zeigen.
Weil ich meine, all diese Länder haben für uns alle gekämpft, wir sagten im Weltkrieg, ne? Die haben für uns alle gekämpft und die haben uns zum Glück von Nazi-Deutschland befreit. Ohne die hätten wir das nicht überstanden, glaube ich. Wenn wir Nazi-Deutschland bestehen gewesen, wären wir heute in einer Zeit, die katastrophal wäre. Beziehungsweise für uns wäre es nicht katastrophal, weil wir ja schon seit Jahrzehnten so aufgewachsen wären, aber egal. Wir wären auf jeden Fall halt nicht mehr diese Freiheit, die wir heute hatten. Was ich halt auch krass fand, was ich auch noch zeigen wollte, halt eben mit den Aufnahmen, war auch noch eben diese Kameras hier. Dass alles wirklich überwacht wurde hier. Jeder Zentimeter wurde hier überwacht. Und dann einmal nochmal eine Total. Und wir haben wieder so einen Shot hier. Ich muss mir wieder beibringen, solche Shots zu machen. Ich mache viel zu wenig von solchen Shots. Ich glaube, das war mein letzter guter Vlog. Wirklich richtig, richtig guter Vlog, muss ich sagen. Wo ich gesagt habe, yo, da stehe ich voll hinter. Ja, das wollte ich auch nochmal zeigen, weil das habe ich nicht gefilmt, glaub, wo wir reingefahren sind. Einfach, du hast einfach so französisches Dorf und ganz plötzlich fängt das hier einfach so mit so einer richtig dicken, fetten Straße so Amerika-Style an. Wirklich, hier ist alles amerikanisch. Also es kann man für, kommt einem auch so surreal vor einfach. Und dann auch hier so ein paar Schauplätze zeigen. Weil es wird ja überall gekämpft, ne? Und ich wollte das halt alles auch ein bisschen auch hier wieder, welche Nationen hier gekämpft haben. Ich wollte es allen auch ein bisschen recht machen in dem Video, weil ich mir gesagt, die haben für uns alle gekämpft. Wie gesagt, ohne die hätten wir, wäre Nazi-Deutschland nicht untergegangen, ne? Und dann so einer der Bunkerhaus, wo wir mal drin waren. Dann war hier ein Museum. In dem Museum war ich nicht drin gewesen, weil da war mit Scanner und so weiter und ich Idiot hatte, warum auch immer, noch ein Taschenmesser in der Tasche. Und ich wollte jetzt nicht den ganzen Weg nochmal zum Auto laufen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann bleibe ich draußen. Dann habe ich halt hier zum Beispiel diese Karte gefilmt, wo man dann sieht, hier Yuto Ohama und so weiter, wo welcher Sektor ist, wo angegriffen wurde, welches Bataillon reingegangen ist. War schon krass. Wir dachten, wir sind hier halt ungefähr, wenn man die Karte weiterverfolgt, von hier oben war unser erster Halt, dann sind wir hier unten. Hier meine ich, war Le Havre, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann mich irren, weiß nicht. Hier war auf jeden Fall diese große Brücke, meine ich, heutzutage. Also wir hätten auch die Brücke umfahren können, da hätten wir keine Maut zahlen müssen. Das wäre aber in 1,5 Stunden mehr Zeit gewesen. Haben wir auch gedacht, nee, wir haben es eilig. Wir machen weiter. Wir sind wirklich dann einfach nur noch, wirklich einfach dann noch so hier diese Dörfer abgefahren im Grunde. Sehr cool war. Wir hätten auch einfach eine Autobahn ballern können und so. Aber so die Dörfer, da hast du echt viel gesehen. So die Bauweisen, das war schon cool. Habe ich alles nicht leider nicht einfangen können. Und dann war halt einfach so ein Eichhörnchen da noch, das gebuddelt hat die ganze Zeit, was er mit dem Nuss haben wollte oder so. War ganz süß. Dann genau, da war dann halt so bei Richtung Sonnenuntergang. Abends, wo wir dann wieder an unserem Campingplatz waren. War schon cool, ne? Da habe ich ein bisschen mit dem iPhone rumgespielt, mit der Slow Motion und so. Da auch noch mal ein bisschen, wie man das Patriotismus nennt. Ich glaube nicht, ich will einfach nur einfach damit den Nationen danken, was sie halt getan haben. Ne? Ja, ich hatte viel Spaß in dem Feuer. Kann ich das eigentlich erzählen? Wir hatten erstmal, wo wir das Ding hier in Beschlag genommen haben, hatten wir in einem Bauhaus in Frankreich Holz geholt gehabt. Das war aber so Billo-Holz gewesen, das einfach sofort komplett weggebrannt ist. Und dann hatten wir einfach nach 10 Minuten gefühlt schon den halben Sack weggebrannt. Und dann haben wir einfach geguckt, dann waren da so kaputte Latten. Da haben wir einfach die kaputten Latten klein gemacht und haben die da reingeworfen. Und auch noch so ein paar Hölzer und so, die wir gefunden hatten. Oh. Deswegen sieht man auch über Nägel und so. Wir haben einfach den Müll, der da lag, aufgehoben und weg. Das finde ich auch irgendwie cool. Ich war einfach nur, weil ich irgendwie diese Szenerie hier so cool fand, weil ich das übrigens mit dem Teleobjektiv am Film gewesen. Deswegen ist die Qualität auch so gut. Und dann taucht einfach der Typ hier auf und steht da einfach so. Und hat man einfach so, wo ich das damals schon. Also das musst du als Ende von dem ersten Tag reinhauen. Das passt so gut. Ich fand es auch gut, dass er nicht so lange da rumgestehen ist, sondern auch relativ schnell gegangen ist, dass ich das einfach so am Stück drin lassen konnte. Und da bin ich dann halt gerade vom Klo wiedergekommen. Die Jungs waren, glaube ich, waren gerade auf dem Weg, duschen und so fertig machen. Ich war ja schon fertig. Und ich habe da einfach genommen den Sonnenaufgang genommen.
bisschen actionreicher. Und einfach der Nebel. Achtet mal jetzt drauf, wie weit man gucken kann. Und das ist mit der X100, genau. Da habe ich damals ein neues Stativ gehabt, das Mente-Stativ, das habe ich heute immer noch im Einsatz. Das hat so in seinen Beinen so einen Haken, dass man es einfach so an Geländer anhängen kann. Und das habe ich dann peinlich mal benutzen können. Willkommen. Und da habe ich einfach alle Klamotten angehabt, weil es einfach so arschkalt war. Ich weiß gar nicht, bis dann oder danach war. Ich glaube, danach, nach dem Tag war es dann, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt unbedingt einkaufen, ich brauche Klamotten, ich brauche Schlafsack und so weiter, ich erfriere sonst im Auto. Zu dem kältesten oder es wird Walk Mad Mountain Style. Und ich glaube, da hatte ich ja nicht Bock drauf. Ich habe gerade all meine Pullis an, meine Jacke, auf die mit Handschuhen und jetzt gerade im Gelände haben wir mal ein Stativ, um das zu filmen. Aber komm, ich zeige euch das mal. Guckt euch das an. Ist das nicht eine geile Aussicht? Mhm. Uff, der Nebel macht zwar ein bisschen sieht kaputt, schon aber aus. Amazing. Einfach nur amazing. Und das war mich so geärgert. Das habe ich erst zu Hause gesehen beim Aufnahmensichten. Der scheiß Sensor war dreckig. Es ist mir nicht aufgefallen, ich hatte nichts zum Putzen dabei gehabt, glaube ich. Deswegen hätte ich nichts dagegen machen können. Aber ich habe einfach nicht dran gedacht gehabt. Mich das geärgert, dass das so dreckig war. Ah, sind coole Shots geworden. Und das hier ist zwar ein Zeitraffer, aber das ist innerhalb von, lass mich nicht lügen, 15, 20 Minuten gewesen. Das ging echt fix mit der Sonne. Und da sieht man, es wurde immer dichter und dichter. Und dann noch ein paar Vögelchen da überall rumfliegen. Und ich dachte, komm, Taylor, ich gehe mal draufhalten. Da aus der freien Hand war ein bisschen schwierig. Ich werde dann auch nochmal natürlich ein bisschen Drohne fliegen. Muss auch sein. Ja, und den Penis hat der Jan am Vortag denn gemalt. Und der ist mir nicht mal beim Schneiden aufgefallen, muss ich gestehen. Den habe ich erst, ich glaube, ein halbes Jahr später, nachdem ich das Video nochmal angeguckt habe auf YouTube, ist mir der aufgefallen. Oh. Was auch noch war, hier waren überall so Steinhaufen aufgetürmt, so Steindinger. Wie man bei Assassin's Creed Valhalla machen muss. Ja, es hat direkt bei mir Ängste getriggert. Aber ich habe ein cooles Bild da geschossen. Also das, was irgendwie sehr cool. Ich habe es im Handy geschossen gehabt. Habe ich es, glaube ich? Ich glaube, ich habe es nur auf Instagram. Ich schau mal eben. Hoffentlich finde ich es noch. Das war so ein Bild, wo ich dachte, ey, damit muss ich so viel machen. Das ist so cool. Aber schon mal habe ich es nicht. Nee, natürlich nicht. Habe ich es nicht. Schade. Wahrscheinlich habe ich eine Story hochgeladen gehabt oder so. Egal. Irgendwann sieht das auf Instagram. Ich war einfach alles so hochgeladen. Dann sind wir wieder losgefahren zum nächsten Museum. Wann waren wir da gewesen? Das war einfach so ein kleines Museum in irgendeinem Kaff. Direkt gegenüber von so einer Kuhweide. Deswegen sind die Kühe auch da. Haben wir uns dann überlegt, gehen wir da rein für verhältnismäßig teuer Geld. Oder fahren wir weiter und gucken uns das nächste Museum, die Bahn. Und haben uns dann dazu entschieden, dass wir uns das nächste Mal sehen, anziehen. Da ist dieser Shot dann entstanden zum Beispiel. Und auch dann die ganzen folgenden 10, weil es einfach viel größer war. Und hat ungefähr fast dasselbe gekostet. Da sieht man eben die Schiffe, wie sie damals waren, beladen waren und so. Was da für eine Logistik auch hinterstecken muss, das war so unglaublich. So, hier die ganzen Hülsen von den Kanonen. Also, ich weiß nicht, welche Hülse wozu gehört. Aber ich glaube, das hier sind Schiffshülsen. Das ist von den
Kanonen von den Schiffen, wenn ich mich nicht täusche. Und das hier, meine ich, ist eine Hülse von dem, von so einer Flak. Ich kann mich aber auch irren, ich weiß es nicht. Ja, das war also die Standardkleidung von den Amerikanern, meine ich. Und auch in Soldat James Ryan zum Beispiel sehen. Und dann hast du hier so wirklich so mal alte Gerätschaften gehabt, die man halt wirklich direkt angucken konnte. Ja, auch zum Beispiel so ein Flugmotor, also so von dem zur Propellermaschine. Da hast du dann einfach den Motor mal angucken können. War schon cool. Und dann hatten sie hier nochmal so einen Stellungsgraben nachgebaut. Ich gehe mal aus, dass es von den Deutschen dann war. Und da hier, manche, das war dann so, oder hier, die hatten sie auch auf dem Schiff gehabt, ja, die eine ist dann eben von dem, die andere war dann von diesen festen Kanonen von den Schiffen, manche, oder dann, wie gesagt, war glaube ich Schiff Black. Ich dachte, ich kann mich am Brüllen. Weil die Dinger sind dann, wie, ich kann die dann mit dem Auto transportieren. Und das war so Wasserfahrzeuge, meine ich, ne? Amphibienfahrzeuge, so. Zu Land ins Wasser. Ja, da zog auch dann langsam so der Regen auf, vor dem wir dann geflüchtet sind. Ja, da ist nur so ein bisschen Material für den Tag ausgegangen, da habe ich einfach noch ein bisschen diese Mauschel reingeschnitten gehabt und dann halt eben dieses Feuer, das ein bisschen runtergerudert. Das hat mir dann inzwischen mal vernünftiges Holz besorgt gehabt. Das hat dann auch für den Rest der Reise, glaube ich, gereicht. Tag 4, die Klippen. Ja, das war Etretat. Und Etretat war für mich schon ein kleines Highlight, ja, auch. Aber auch ein bisschen Enttäuschung. Zum Beispiel, was ich auch gesagt habe später, dass, wie gesagt, ich erkläre hier später nochmal jeden Tag einzeln so ein bisschen. Ist informativ, aber macht den kompletten Vibe vom Video kaputt. Hätte ich eigentlich rauslassen sollen, bin ich ganz ehrlich. Deswegen werde ich ja später auch nicht mehr drauf eingehen. Aber Etretat war für mich ein Highlight, weil so abwechslungsreich. Wir haben uns dann nochmal wirklich Zeit genommen, uns mal umzugucken, weil wir waren sonst wirklich immer nur am Hetzen gewesen, leider. Von einem Museum zum nächsten und so weiter, von einem Shopplatz zum nächsten. Weil halt so viel Fahrstrecke immer dazwischen lag und so. Wir dann natürlich noch den Campingplatz suchen mussten und dann auch noch dahin kommen, rechtzeitig da sein, dass er noch offen ist und so. Essen, kochen und. Das war schon. Bei Etretat war auch eine Enttäuschung, weil wir waren da essen, wollten richtig schön lecker Fisch essen gehen. Weil wir sind natürlich einfach in so einem beschissenen Restaurant gelandet, was teuer war und einfach Tiefkühlware angeboten hatte. Hat mich das geärgert. Das fand ich echt kacke. Ach ja, und mir wurde hier von der Möwe ein Deckel geklaut, ein Objektivdeckel. Den habe ich dann nicht mehr wieder gekriegt, erstmal. Weil die Möwe deutlich schneller war als ich. Ja, die ist mir runtergefallen, ich wollte mich gerade bücken, der war die Möwe schon da und hat sich den gestoppt und ist weg. Ich dachte mir so, Alter. Da wollte ich der erst noch hinterher, dann ist die aber weg, wirklich richtig weggeflogen. Dann hat ich aufgegeben gehabt und dann kam irgendwann ein französisches Mädchen auf mich zu und hat mir diesen Deckel gegeben. Und ich habe mich tausendmal bedankt und oh, sie war so lieb von ihr. Das war so eine der Momente, wo ich gesagt habe, ey, Franzosen sind doch ganz geil. Und ganz nett. Vor allem auch überall, wo wir waren, mussten es ja versuchen, mit Englisch zu verständigen. Hat irgendwo immer irgendwie geklappt. Die waren echt bemüht, muss man sagen. Die waren nett, sie waren sehr verständnisvoll die meiste Zeit. Wir hatten eine Ausnahme gehabt, da war es ein bisschen komisch, aber gut. Und vor allem, ganz ehrlich, erster Morgen war es, wir waren in so einer französischen Bäckerei. Eine wunderschöne Frau. Muss man einfach sagen. Ich will jetzt nicht die Frauen abwerten, aber die war echt wunderschön. Die war genau mein Typ. Ich war sofort verliebt. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, mit der ich dann schon zurückrechnen, 6 Jahre, glaube ich, oder 6 Jahre oder so zusammen war. Konnte also nichts mal werden, ne? Ja, aber sie war echt super nett und sie hatte super leckere Songs und so gehabt.
Ich muss allgemein auch sagen, wir waren ja beim Lidl oder Aldi einkaufen gewesen, da in England, sag ich schon, in Frankreich. Wir haben uns ein scheiß Croissant an einem scheiß Automaten da gezogen. Und dieses Croissant war schon tausendmal geiler als das, was wir hier in Deutschland bei den Bäckern als Croissant kriegen. Also, es ist wirklich, da sind Dimensionen liegen dazwischen. Croissants und sowas, geh nach Frankreich, ess sie da. Selbst beim Aldi kriegst du Besseres als hier in Deutschland, überall. Da musst du wirklich dann wirklich schon so zu so einer hochpreisigen Bäckerei gehen bei uns, damit du wahrscheinlich was Vergleichbares kriegst, wenn überhaupt. Also das war krass. Das hat mich echt geflasht. Und ich habe mich auch noch verschiedenste Sachen. Ich glaube, ich habe sogar einmal irgendwie sowas wie Schnecken geholt gehabt und hab's probiert. Es war komisch. Ich hab's gegessen, aber es war komisch. Don't got no heart, I got a ice box. Fun Fact, ich wollte eigentlich ein bisschen französische Lieder haben. Und das sind auch alles französische Künstler, die ihr da im Hintergrund hört. Das sind, glaube ich, von Artlist oder von Epidemic Sound. Aber die haben Englisch gesungen. Deswegen habe ich einfach drin gelassen. Finde ich ja besser. Und der Vibe ist cool. Also mal der Unterschied zwischen den Kameras. Schon einfach cool. Und da waren dann diese Fischer ihre Boote am Einholen. War auch ganz cool. Ja, da Höhle. Ich glaube. Ja, ich bin einfach nur ein bisschen Drohne. Ich bin eine Drohne geflogen und so weiter. Habe dann Aufnahmen gemacht. Weil ich auch gehofft hatte, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dass ich vielleicht auch nochmal in die Höhle reingehen kann, aber so gut, die Höhle durfte man, glaube ich, sogar nicht, hatte Jan erzählt, der war ja da gewesen. Ja. Ich habe meine Zeit damit verwendet, einfach alles aufzunehmen. Ja, da war es schon mit dem Deckel passiert. Da hatte man die und dann fing dann irgendwelche Kampfer an. Und hier oben ist zum Beispiel noch so eine Kirsch gewesen, da war der Jan, glaube ich, auch noch gewesen. Ist aber komplett hintergelaufen. Oder so ein Postkart. Aber hier sieht man auch gerade so ein bisschen den Weißabgleich. Abkacken von der Drohne. Kann man so sagen. Also er verstellt sich, deswegen hat man so einen Farbschemenunterschied. Ich fand's mir cool, wie auch die ganze Dinge. Fischer, die jetzt Zeug machen, die Touristen so mit der Drohne ein bisschen. Ich hatte gerade, hat er da versucht, bei die Kamera reinzugucken oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Und ich habe diese Sonnenbrille auch mega cool gewesen. Auch nur so ein 10er bei Decathlon gewesen. Mega gut gewesen. Ja, habe ich leider irgendwo liegen lassen und dann war sie weg. Und die wieder gefunden. Ich wollte sie mir online bestellen bei Decathlon und so. No, gibt's einfach nicht mehr. Heute sind wir hier am Meer. Sieht man wunderschön, ne? Oh, ich bin schlimmst wieder mit der Packung 2 auf, weil ich bin ein Schaf. Ja. Sind wir heute hier und schauen. Guck mal, ich bin ja wirklich passiert. Jetzt schon so da und ich bin immer noch nicht scharf. Falsch. So. Das ist schon krass. Schon eine Story passiert. Müll war mir meine Scheiß-Cam. Klappe von einem Objektiv geklaut. Ah, ne, von süßen Mädchen hat es mir wieder gebracht. War sehr nett von ihr. Dankeschön dafür. Und Franzosen hier in der Nordküste echt ultra nett alle. Gestern mit unserem Campingplatz war nicht so gut. Die konnten weder Englisch noch sonst irgendwas, nur Französisch, haben uns irgendwie durchgangelt und haben dann halt eben unseren Stellplatz bekommen. Ja, das meinte ich, das war so der eine Moment, wo wir sagen mussten, na, war Frankreich nicht so geil, weil die halt wirklich auf dem Campingplatz dann gelandet sind, wo die kein Englisch gesprochen haben, so wirklich. Man hat so, ich weiß gar nicht, wer mit denen da gequatscht hat, ob es Jan oder Angelo war. Aber einer von den beiden hat sich dann da irgendwie durchgerangelt. Ja, und dann auch zum Beispiel dann, ja, musst du extra Klopapier, weil es kein Klopapier auf den Klos gab, musst du kaufen bei denen. Auch noch für teures Geld. Ja, und dann, und das Beste war dann am nächsten Morgen noch, ich der Erste, der duschen geht, ja, nur eiskaltes Wasser. Die anderen Jungs, dann haben wir da Bescheid gesagt, aber hatte ich, glaube ich, nichts zu klären. Ich glaube, die Jungs haben dann gar nicht mehr geduscht oder so. Aber haben wir gesagt, wir warten auf den nächsten Platz. Aber dafür waren sie jetzt hier in Etretat heute. Das ist aber eiskalt, ey. Wunderschön von den Klippen. Ja, ich fand die Stadt an sich, aber die Stadt da so reingehauen ist und so. Ne? Das also, sind doch geile Klippen. Auf diesen Strand und so, dass so alles passt. Voll. Mega cool. Etretat war von der Stadt her mein Highlight. Auch von dem Design der Häuser und so weiter. Ich habe so viele Fotos gemacht. Damals. Ultra schöne Klippen.
das sehen wir ja hier. Jo, das, was da geht, ne? Schon krass. Es geht ja hier hoch, ne? Ach ja, ja, das ist nicht Ifritit. Das war, glaube ich, sogar, ich glaube, da habe ich einen Schnittfehler sogar gemacht. Ich meine, das war das Dorf, wo wir die mit dem Boot da gesehen hatten, von den Finnen. Wo war es denn? Ich glaube, ich habe einfach nur da reingeschnitten gehabt, weil ich nichts hatte, was sein wollte. Aber stimmt, dann sind wir an dem Tag mal noch zu so einem Turm gefahren. Stimmt. Habe ich auch coole Bilder, auch von der Möwe. Einfach eine Möwe, der konntest du, ich war vielleicht 2 Meter von der weg. Ich habe da so coole Bilder von der Möwe gemacht. Und das ging wirklich bis an die Klippe und auch runter, wie man sieht. Und dann einfach auf der Gegenseite war auch nochmal eine Möwe, die uns ein bisschen ausgelacht hat. Und hier war, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas wegen Wirtschaft, aber ja. Und das war dann der letzte Morgen. Da waren wir dann auch nur noch zu zweit. Warum? Ist Privatsache. Aber ja. Da waren nur noch ich und Jan da. Wir waren dann an dem Abend, waren wir dann auch noch in einem Restaurant essen, weil wir gesagt haben, letzten Abend, komm, wir gehen mal richtig jetzt essen. Also nicht wirklich hier so französische Sterneküche oder so, nee. Also komm, wir gehen einfach mal einen normalen Pub oder, Pub sage ich schon, einfach mal ein Restaurant. Was ist, was einfach, wo wir Bock drauf haben. Ich habe es jetzt schon ein bisschen verraten mit Pub. Wir sind dann in so einem Restaurant gelandet, was schon aussah wie so ein irischer Pub. Wir hatten sogar hier die Kopfbedeckung der britischen Polizei und so. War schon lustig. Essen war aber leider nicht so gut, muss ich leider sagen. Also wir waren beide, glaube ich, enttäuscht von unserem Essen. Und ich hatte auch noch einen Papa gehabt, der teuer war und dann aber auch irgendwie sehr komisch geschmeckt hat, als wäre er schon 5 Jahre alt. Und dann ist morgens wieder noch hier am Strand spazieren gegangen. Und da habe ich diese wunderschöne Aufnahme gemacht. Die fand ich mega cool. Sieht so geil aus. Man sieht auch mal wieder über die Reifen, da sieht man es hier gerade. Ja. Es fahren einfach irgendwelche Leute mit ihren Autos da lang. Also so ein Strandbuggy oder was das ist. Hätte ich auch gerne mal gemacht. Sieht schon mega cool aus. Ja, ihr merkt, ich fand das sehr, sehr als Porno für meine Augen. Deswegen habe ich so viele Szenen davon gedreht und umgelassen. Ich meine, war das hier sogar wieder Le Havre? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, nagelt mich aber nicht fest. Und wo das genommen war, weiß ich gar nicht mehr. Hi. Und das war es dann leider schon. Ich dachte, jetzt quatsche einfach noch über die Reise, was ich jetzt im Grunde auch gemacht habe, aber bin deutlich besser, glaube ich. Ja, das soll es gewesen sein. Video geht jetzt 48 Minuten. Für ein 15-Minuten-Video. Passt, ne? War auf jeden Fall eine coole Reise. Würde ich gerne wieder machen. Auch mit den Jungs. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen einen Blick machen, ein Leben, wie ich was so gemacht habe, so warum. Ja. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.